Und der nächste Redner ist Klaus-Uwe Feichtinger von der SPÖ. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler. Zu den vorliegenden Regelungen der Strafgesetznovelle 2017 wurde insbesondere zum Tatbestand der staatsfeindlichen Bewegungen schon etliches ausgeführt. Wir können dieser Neuregelung guten Gewissens zustimmen. Sie ist in ihrer Formulierung für uns akzeptabel und nicht als Gesinnungsstrafrecht zu deuten. Ich möchte aber noch ein paar Worte zu den anderen Tatbeständen verlieren. Neben der Schaffung einzelner neuer Qualifikationen bzw. der Erhöhung von Strafdrohungen im Bereich der Körperverletzung gibt es vor allem Neuregelungen im Bereich der sexuellen Integrität, die als notwehrfähiges Gut nunmehr anerkannt wird. Das begrüßen wir ausdrücklich. Und auch das bereits angesprochene Delikt der Begehung, der sexuellen Belästigung als Gruppendelikt. Ich finde, und da schließe ich mich dem Kollegen Belakovic an, dass das Strafrecht hier das richtige Instrument ist, um auf diese Entwicklung zu reagieren. Und wir werden daher dieser Vorlage auch guten Gewissens zustimmen. Danke sehr. So, Klaus-Uwe Feichtinger von der SPÖ.